Heute beschäftigen wir uns mit einer Idee, die du mit Sicherheit schon kennst, denn heute geht es nämlich um die Beschleunigung. Beschleunigung. Wie gesagt, Beschleunigung wird an sich nichts Neues für dich sein, aber heute wollen wir mal gucken, wofür wir die Beschleunigung denn eigentlich wirklich brauchen. Was besagt denn die Beschleunigung eigentlich? Beschleunigung ist im Endeffekt nichts anderes als die Veränderung der Geschwindigkeit. Veränderung der Geschwindigkeit. Geschwindigkeit in einer bestimmten Zeit. In einer bestimmten Zeit. Das hört sich jetzt natürlich wieder sehr, sehr theoretisch an. Ein ziemlich bekanntes Beispiel ist mit Sicherheit, wenn du dich ein bisschen mit Sportautos auskennst, oder auch generell mit allen Autos eigentlich, da wird oft angegeben, dass das Auto, nehmen wir jetzt mal irgendeins, nehmen wir mal ein Porsche 911, da könnte zum Beispiel angegeben sein, dass dieser Porsche 911 von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen kann, Kilometer pro Stunde beschleunigen kann, in, sagen wir in 2,5 Sekunden. 2,5 Sekunden. So, im Endeffekt geben sie uns nicht wirklich eine Beschleunigung hier, sondern sie geben uns eigentlich nur zwei Geschwindigkeiten und eine Zeit. Aber, wenn wir uns das mal angucken, wie wir die Beschleunigung in der Physik berechnen können, werden wir sehen, dass wir genau mit den Angaben auch einen vernünftigen Wert rausbekommen, um die Beschleunigung von unserem Porsche 911 wirklich gut beschreiben zu können. Also versuchen wir doch mal hier oben unseren Text einfach mal in Worte zu fassen. Die Beschleunigung. Beschleunigung kurz mal mit einem kleinen a ab. Und die Beschleunigung ist auch ein Vektor. Das resultiert im Normalfall daraus, dass die Geschwindigkeit auch als Vektor angegeben wird, weil man sich, wenn man sich in irgendeine Richtung hinbewegt, also generell, wenn man sich irgendwie bewegt, muss man sich ja zwangsläufig auch in eine Richtung bewegen. Also, wir haben die Beschleunigung. Besteht einmal aus der Veränderung der Geschwindigkeit. Ja, man sieht, gerade Linien sind nicht meins. Also Veränderung der Geschwindigkeit. Veränderung hatten wir schon gelernt. Drücken wir mit einem kleinen Delta aus, mit einem großen Delta. Veränderung, ich schreibe es nochmal hin. Das Dreieck hier bedeutet Veränderung der Geschwindigkeit in einer bestimmten Zeit. Also dividieren wir doch einfach noch, habe ich noch eine schöne Farbe hier. Ja, dividieren wir doch einfach durch die Zeit. Und wenn wir wieder ganz genau sein wollen, müssen wir auch hier ein Delta davor machen, weil uns im Endeffekt nicht die gesamte Zeit interessiert, sondern nur die Veränderung der Zeit. Also wie lange hat er dafür gebraucht? Und zwar in dem Fall 2,5 Sekunden. Dabei ist es egal, ob er von der 0. bis zur 2,5. Sekunde gebraucht hat oder ob er von der 7,5. Sekunde bis zur 10. Sekunde gebraucht hat. Wichtig ist nur, dass es insgesamt 2,5 Sekunden waren. So, wenn wir uns das jetzt mal noch ein bisschen genauer angucken. Was ist denn die Veränderung unserer Geschwindigkeit? Die Veränderung unserer Geschwindigkeit ist im Endeffekt unsere Endgeschwindigkeit, das waren 100 km pro Stunde, minus unsere Anfangsgeschwindigkeit, die war 0. Wir sind ja von 0 auf 100 km gekommen. Und Kilometer pro Stunde. Und da wir gesagt haben, wir rechnen hier mit Vektoren, sagen wir einfach, das war nach, sagen wir mal, das war nach Osten. So, und das Ganze müssen wir jetzt noch teilen durch die Zeit, die wir gebraucht haben. Ich unterstreiche das hier nochmal. Durch eine bestimmte Zeit. Delta T. Und das war bei uns 2,5 Sekunden. Ich kurze jetzt mal gleich wieder ab mit dem kleinen S. So, und dabei kommt dann raus, dass hier oben 100 minus 0 können wir zu 0 kürzen, 100 durch 2,5 sind, ich nehme mal eine andere Farbe, 100 durch 2,5 sind 40 und wir bleiben über mit, und jetzt die Einheiten werden etwas seltsam aussehen auf den ersten Blick, Kilometer pro Stunde und das Ganze nochmal pro Sekunde. Aber wenn wir nochmal das Ganze durchdenken, denke ich, ist es etwas einleuchtender. Das Ganze hier sagt eigentlich nur aus, 40 km pro Stunde pro Sekunde, dass sich unser Porsche 911, dass sich seine Geschwindigkeit in jeder Sekunde
um 40 km pro Stunde erhöht. Also von 0 auf 40, von 40 auf 80, von 80 auf 120 und immer weiter. 40 km pro Stunde schafft er in jeder Sekunde. Wir könnten das Ganze auch etwas anders ausdrücken. Wenn wir es physikalisch genauer machen wollten, dann hätten wir 40... Na, ich nehme lieber wieder andere Farben. Zack, zack. Dann hätten wir 40 Kilometer pro Stunde. Sekunde. 40 Kilometer pro Stundensekunde. Da das natürlich auch wieder wenig aussagt, müssten wir die Einheit noch ein wenig umrechnen. Und da können wir ja mal schauen. Wenn wir Stunde hier unten aus dem Nenner raus haben wollen, multiplizieren wir wieder mal mit irgendwas, das Stunde im Zähler hat. Und wir wollen unten im Nenner Sekunden haben. Und eine Stunde, wissen wir, hatten wir schon, hat 3600 Sekunden. Dann können wir die Stunden nämlich rauskürzen. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Und dann kommen wir auf 40 durch 3600. Und an Einheiten bleibt uns noch Kilometer pro Sekunde mal Sekunde. Also Sekunde mal Sekunde ist Quadratsekunde. Das Ganze können wir hier auch nochmal ein bisschen kürzen. 40 sind 4 360stel und 4 360stel ist das gleiche wie ein 90stel Kilometer pro Quadratsekunde. Und auch wenn jetzt ein 90stel Kilometer pro Quadratsekunde auch schwer vorstellbar ist, weil es eine sehr, sehr kleine Zahl ist, wenn du möchtest, ich überlasse es dir, kannst du das zu Hause auch noch in Meter pro Quadratsekunde umrechnen. Um den Ausdruck hier nochmal ein bisschen zu erklären, schreibe ich es nochmal ähnlich hin, wie wir es oben schon mal hatten. Das Ganze sagt eigentlich nur aus, dass er 1/90 Kilometer pro Sekunde beschleunigt. In jeder Sekunde. In jeder Sekunde. Also das Ganze hier oben, ich mache mal eine Geschichte, das ist der Zähler. Das heißt, er beschleunigt oder seine Geschwindigkeit erhöht sich um 1/90 Kilometer pro Sekunde in jeder Sekunde. Aber gut, das Ganze hier unten ist auch nicht wirklich anschaulich, denke ich. Lass uns nochmal hier oben hingehen zu den 40 Kilometern pro Stunde in jeder Sekunde. Wenn wir uns jetzt mal, ich versuche mich nochmal mit meinen Zeichenkünsten, stellen wir uns doch mal einen Tacho vor in einem Auto. Das ist der Tacho und wir haben hier 20 Kilometer pro Stunde, 40, 60, 80, 100 und 120. Und also das ist natürlich kein Tacho, wie wir ihn in einem Porsche 911 finden würden. Der würde wahrscheinlich wesentlich weiter als bis 120 Kilometer pro Stunde gehen. Aber nur um unser Beispiel hier noch ein bisschen anschaulicher zu machen. Welche Farbe hatte ich noch nicht? Hellgrün hatte ich noch nicht. Stellen wir uns das einfach so vor. Der Porsche 911 hat von 0 auf 100 Kilometern pro Stunde beschleunigt. Also zum Zeitpunkt 0 war er auch 0 schnell. Er hat gestanden. 0 km schnell. Und nach einer Sekunde, nachdem eine Sekunde vergangen ist, war 40 Kilometer pro Stunde schnell. Das steht ja hier, 40 Kilometer pro Stunde in einer Sekunde. Also, wenn jetzt nochmal eine Sekunde drauf kommt, kommen nochmal 40 Kilometer pro Stunde drauf. Dann sind wir bei 80 Kilometer pro Stunde. Und wenn dann nochmal eine Sekunde drauf kommt, sind wir bei 120 Kilometer pro Stunde. Also sehen wir, 40 Kilometer pro Stunde pro Sekunde bedeutet, dass er nach 3 Sekunden bei 120 Kilometern pro Stunde wäre. Und jedes Mal würdest du natürlich ordentlich in den Sitz gedrückt werden bei so einer hohen Beschleunigung.